Richtungswahl auf der Insel. Die Briten stimmen heute auch über den Brexit ab. Streit um Klimaziele. Einige EU-Länder stellen sich quer. Sie fürchten zu hohe Kosten für ein klimaneutrales Europa. Krach beim Pipeline-Projekt. Die USA drohen bei Nord Stream 2 mit Sanktionen. Deutschland verbittet sich jegliche Einmischung. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Christian Sievers. Herzlich willkommen bei uns und guten Abend. Christine hat nachher den Sport. Ja, guten Abend. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick in knapp 20 Minuten Länge. Es ist ein entscheidender Tag für Großbritannien. Die Briten wählen heute ein neues Parlament und über allem liegt die Frage, ob dann der Brexit klargemacht wird oder die Hängepartie weitergeht. Der konservative Premierminister Boris Johnson will mit einer Mehrheit im Unterhaus seinen Brexit-Deal noch vor Weihnachten über die Bühne bekommen. Ob er das schafft, hängt entscheidend vom Wahlsystem ab. Schauen wir uns das an. Es ist sehr speziell. Insgesamt gibt es 650 Wahlkreise und es gilt, anders als bei uns, das klassische Mehrheitswahlrecht. Das heißt, wer in einem Wahlkreis auch nur eine Stimme mehr bekommt als die anderen Kandidaten, zieht ins Parlament ein. Sämtliche Stimmen für die anderen Bewerber sind verloren. Also nicht Prozente zählen am Ende, sondern die gewonnenen Wahlkreise. Das macht diesen Tag auch so schwer vorherzusagen. Aus London, Yasin Herlein. Über 45 Millionen Briten dürfen heute ihre Stimme abgeben. Wie viele tatsächlich die Wahllokale aufsuchen werden, hängt wohl davon ab, wie groß der Wille ist, die Widrigkeiten des Wetters zu überwinden. Nass und eklig ist es fast überall. In manchen Teilen des Landes hat es sogar geschneit. Und einiges an Politikmüdigkeit nach dem Brexit-Chaos der letzten Jahre musste auch noch beiseite geschoben werden. Ich wollte eigentlich in der EU bleiben, aber wir müssen das jetzt auf die eine oder andere Art zu Ende bringen. Ich hoffe, dass es ein Patt gibt, denn eine Mehrheit für die Konservativen oder die Labour-Partei wäre schlecht für dieses Land. Wir haben armselige Parteiführer. Besagte Kandidaten fürs Premierministeramt hielt dies nicht ab, gleich am Morgen mit gutem Beispiel voranzugehen. Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der Labour-Partei, der in Sachen Brexit ein zweites Referendum verspricht, kam mit seiner Frau. Boris Johnson von den Konservativen, der den Brexit zum 31. Januar wahrmachen will, brachte den Hund mit, den er sich kürzlich angeschafft hat. Das liefert noch bessere Bilder. Und liegt im Trend. Fotos von Vierbeinern vor Wahllokalen scheinen zurzeit sehr angesagt. Die Umfragen prophezeien einmütig eine Mehrheit für Johnsons Konservative. Allerdings ist das britische Wahlsystem immer für Überraschungen gut. Nur eines scheint sicher: Mit dieser Wahl werden die Weichen gestellt für die Lösung der Brexit-Blockade in die eine oder andere Richtung. Und im prasselnden Londoner Regen jetzt live für uns Diana Zimmermann. Diana, guten Abend. Was ist denn das für ein Gefühl heute für die Briten? Schicksalswahl oder eher lästige Pflicht? Es ist genau beides. Eine Schicksalswahl, nicht nur wegen des krassen parteipolitischen Unterschieds zwischen den beiden Spitzenkandidaten, die für wirklich völlig unterschiedliche Politik stehen, sondern eben auch deswegen, weil heute darüber entschieden wird, ob der Brexit 2020 kommt oder nicht. Lästig nicht nur wegen des Wetters, sondern auch, weil viele Briten der Politik müde sind. Nur wenige setzen heute ihr Kreuzchen hinter einen der Spitzenkandidaten aus vollem Herzen. Dennoch, die Wahlbeteiligung scheint hoch. Das gilt allgemein als gut für die Oppositionspartei. Der Vorsprung Boris Johnsons ist in den letzten Tagen geschrumpft. Und doch sagen ihm die allermeisten Institute eine absolute Mehrheit voraus. Das wäre das Mandat für seinen harten Brexit-Kurs. Und das würde bedeuten, dass der Brexit am 31. Januar 2020 kommt, das Königreich die EU verlässt. So, noch kann man wählen, Diana. Woran wird sich denn dieser Tag am Ende entscheiden? Nochmal deine Frage bitte, Entschuldigung. Noch sind die Wahllokale ja offen in Großbritannien. Woran wird sich denn dieser Tag am Ende entscheiden? Es wird sich daran entscheiden, wie viele Wähler taktisch wählen, also sich tatsächlich dafür entscheiden, für eine andere Partei zu stimmen, als sie eigentlich gerne würden, in der Hoffnung, dass ein anderer Kandidat verhindert wird. Das gilt vor allen Dingen für die konservativen Kandidaten. Die Brexit-Gegner haben sich genau ausgerechnet, für wen man stimmen muss, um konservative Kandidaten und den Brexit zu verhindern. Und die Frage ist, wie viele Wähler diesem Aufruf folgen. Das wird das Ergebnis, das hier mit großer Spannung erwartet wird, beeinflussen.
Diana live in London. Herzlichen Dank. Um 23 Uhr unserer deutscher Zeit gibt es erste Hochrechnungen, wie die Wahl also ausgeht. Darüber halten wir Sie online den ganzen Abend über auf dem Laufenden. Natürlich mit einem Live-Blog auf heute.de und ab 5 vor 11 Live-Berichterstattung dort von den Heute-Plus-Kollegen. Und auf diese Wahl in Großbritannien gucken Sie natürlich auch bei der EU ganz gespannt. Was heißt das für den Brexit? Inmitten dieser Unsicherheit müssen die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfel in Brüssel die Weichen für die Zukunft stellen. Zum einen in Sachen Klimaschutz. Da will ja Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen neuen sogenannten Green Deal. Und es geht ums Geld, darum, wie viel jedes Mitgliedsland bis 2027 in die Gemeinschaftskasse einzahlt und wie viel wieder zurück an die Länder fließt. Aus Brüssel, Ina Dont. Am Morgen brennt das Brüsseler Ratsgebäude, natürlich nur symbolisch. Greenpeace ruft den Klimanotstand aus und will Druck auf die Staats- und Regierungschefs machen, sich strenge Klimaregeln zu geben. Es ist pervers, dass es heutzutage immer noch oft billiger ist, zu fliegen, als die Bahn zu nehmen. Es ist pervers, dass unsere Regierung immer noch den Gas- und Ölunternehmen die Lizenzen geben, noch mehr Gas, noch mehr Öl zu bohren, wenn der Planet schon dabei ist, zu überhitzen. Zeitgleich redet die EU-Kommissionspräsidentin dem polnischen Premier ins Gewissen. Er solle sich zur Klimaneutralität bis 2050 bekennen. Doch Polen pocht gemeinsam mit Ungarn und Tschechien auf Geld aus dem EU-Haushalt, um von Kohle auf nachhaltige Energieformen umzusteigen. Dazu wollen die Tschechen nun auch den Atomstrom zählen. Kernenergie ist saubere Energie ohne Emissionen. Ich weiß nicht, warum so viele Länder damit ein Problem haben. Das ist nicht nachhaltig und nicht das, was auf jeden Fall meine Regierung unterstützt. Das heißt, wenn einzelne Länder es machen möchten, ist das ihr Recht, aber auf jeden Fall nicht mit EU-Geldern. Die Bundeskanzlerin bekennt sich bei ihrer Ankunft zur neuen EU-Klimapolitik. Deutschland unterstützt die Vorstellungen, die Ursula von der Leyen dargelegt hat. Und Deutschland hat sich ja bereits auch zur Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Kein Wort zum zweiten großen Streitthema, dem nächsten siebenjährigen EU-Haushalt, mit dem auch die Klimapolitik finanziert werden soll. Litauens Präsident wird dafür kämpfen, dass osteuropäische Bauern mehr Geld bekommen und demonstrierte mit ihnen vor dem Ratsgebäude, wenn auch nur für kurze Zeit. Und eine kurze Einordnung jetzt noch von Anne Gellinek. Da zeichnet sich ja beim Klima, Anne, der nächste Riss durch Europa ab. Wie soll da eine gemeinsame Position daraus werden? Tja, um diese gemeinsame Position wird hier im Moment im Brüsseler Gipfelgebäude noch gerungen. Und die Gräben zwischen Ost und West in der Klimapolitik sind ziemlich tief. Die Westeuropäer wollen hier mit einer symbolischen Unterstützung für die neuen Klimaschutzpläne der neuen EU-Kommission herauskommen. Die Osteuropäer würden da im Prinzip auch mitmachen, verlangen aber deftige Ausgleichszahlungen, die sie am liebsten auch im Gipfelpapier festgeschrieben haben möchten. Das wiederum ist den Westeuropäern zu konkret und sie wollen eben sich noch nicht festlegen, wie viel Geld eigentlich von West nach Ost gezahlt werden soll. Und dann gibt es noch diesen zweiten Riss, der heute plötzlich auftauchte. Da geht es um die Atomkraft. Kann Atomkraft eigentlich als grüne Technologie gelten? Tschechien, Ungarn und auch die Franzosen sehen das positiv. Und schon findet sich der Gipfel mittendrin in einer Diskussion darüber, welchen Weg man eigentlich Richtung Klimaschutz bestreiten will. Ob es heute zu einer Erklärung kommt, dass die 27 dafür sind, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Da stehen die Chancen am Abend 50-50. Anne, vielen Dank nach Brüssel. In Frankreich gehen die Proteste gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron weiter. Gewerkschaften hatten zu Aktionen im ganzen Land und zu einer Demonstration in Paris aufgerufen. Der gesamte Zugverkehr war massiv gestört und das schon den achten Tag hintereinander. Betroffen auch wieder die Metro in Paris. Nach Angaben der größten Eisenbahngewerkschaft könnten sich die Streiks über die Weihnachtstage hinaus hinziehen. Die diplomatische Krise um einen mutmaßlichen Auftragsmord in Berlin wird größer. Nun weist Russland zwei deutsche Diplomaten aus. Außenminister Heiko Maas kritisiert das als völlig ungerechtfertigt. Nach dem Mord an einem Georgier im Tiergarten hatte die Bundesregierung vergangene Woche zwei Russen ausgewiesen. Der Grund, die Bundesanwaltschaft hat Anhaltspunkte für einen Tötungsauftrag russischer Stellen. Der Tatverdächtige ist in Haft und schweigt.
Um die Gaspipeline Nord Stream 2 gibt es schon länger Streit zwischen Deutschland und den USA. Jetzt hat das US-Repräsentantenhaus Sanktionen auf den Weg gebracht. Nach Ansicht Washingtons macht sich Deutschland vom russischen Gas abhängig. Die Bundesregierung verbittet sich jede Einmischung. Durch die Nord Stream 2 Pipeline soll ab kommendem Jahr Gas von Russland nach Deutschland geliefert werden. Nur ein Teilstück vor der Insel Bornholm fehlt noch. Luten Leinhaus. Die Arbeiten an Nord Stream 2 gehen auch heute weiter, unbeeindruckt von Sanktionsdrohungen. Im Frachthafen Sassnitz-Mugran auf Rügen werden die tonnenschweren Pipeline-Rohre auf Transportschiffe verladen. Mehr als 1000 Kilometer Wegstrecke der Pipeline sind schon fertig. Rund 130 Kilometer fehlen noch, rund um die dänische Insel Bornholm. Sie noch vor Inkrafttreten der Sanktionen fertigzustellen, wird nun zum Rennen gegen die Zeit. Deutschlands Erdgasversorger verfolgen die Entwicklung aufmerksam. Es geht um wenige Tage, wo die Sanktionen noch wirksam werden können. Aber ich denke, das Projekt insgesamt kann damit nicht mehr verhindert werden. Kohler schätzt, dass die Pipeline bis Mitte Januar fertig gebaut werden kann. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell der US-Senat den Sanktionen zustimmt und Präsident Trump sie unterschreibt. Eine dramatische Videobotschaft des US-Senators Ted Cruz warnt, Nord Stream 2 spüle Milliarden in Moskaus Kassen für finstere Machenschaften. Die Zeit sei gekommen, schnell zu handeln. In Berlin ist die Empörung groß. Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA, twittert Bundesaußenminister Maas. Und die Linke pflichtet ihm bei. Für uns ist es eine wirklich beispiellose und rechtswidrige Einmischung der USA in europäische und auch in deutsche Politik. Es ist ein weiterer Tiefpunkt. Es hat in der Vergangenheit viele gegeben, der transatlantischen Beziehungen. Schon 2020 soll durch die Pipeline eigentlich russisches Erdgas nach Deutschland fließen. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, dazu wollte sich die Nord Stream 2 AG heute nicht äußern. Die Pkw-Maut galt als wichtigstes Projekt von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ein halbes Jahr nach ihrem Scheitern hat der Untersuchungsausschuss des Bundestages jetzt seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll prüfen, warum Scheuer Verträge mit den Mautbetreibern schloss, noch bevor der Europäische Gerichtshof ein Urteil fällte. Das Gericht stoppte die Maut im Juni. Jetzt drohen millionenschwere Entschädigungen. Die Opposition wirft Scheuer vor, Steuergelder verschwendet zu haben. Und jetzt interessante Zahlen aus der Wirtschaft, die uns alle betreffen. Die Verbraucherpreise steigen weiter nur langsam. Die Inflationsrate lag im November bei 1,1%. Teurer wurden Nahrungsmittel und Mieten, billiger dagegen Tanken und Heizen. Fürs ganze Jahr wird mit einer Preissteigerung von 1,5% gerechnet. Bei einem gleichzeitigen Lohnplus von voraussichtlich 3,1% macht unterm Strich also ein deutliches Plus. Und die Inflation bleibt 2020 ähnlich niedrig, das sagt die neue EZB-Chefin Christine Lagarde. Die Europäische Zentralbank entschied, weiter 20 Milliarden Euro in die Märkte zu pumpen, jeden Monat, indem sie Staatsanleihen ankauft. Banken bekommen weiter kostenlos Kredite, beides um die Wirtschaft im Euroraum zu beleben. Eines will Lagarde aber anders machen. Sie will auch mehr darauf gucken, welche negativen Folgen diese absoluten Niedrigzinsen haben. Mehr von Peter Wagner. Bestens gelaunt, strahlend, offen. Christine Lagarde weiß, was viele von der ersten Frau an der Spitze der EZB außer Professionalität noch erwarten. I will have my own style. Ich habe meinen eigenen Stil, interpretieren Sie nichts in mich hinein, zweifeln Sie mich nicht an, messen Sie mich nicht an anderen. Ich bin ich und deshalb vermutlich anders als andere. Die Französin bekennt sich mehrmals klar zur Preisstabilität als einzigem Mandat der EZB und kündigt an, die Nebenwirkungen der Negativzinsen genau unter die Lupe zu nehmen. Und sie will binnen Jahresfrist eine neue Strategie für die Zentralbank erarbeiten, zusammen mit Parlamenten, Experten und Vertretern der Zivilgesellschaft. Wir werden auch über den Klimawandel sprechen und prüfen, welchen Beitrag wir leisten können. Analysten in aller Welt haben Lagardes erste Pressekonferenz verfolgt. Jörg Krämer von der Commerzbank sieht Licht und Schatten.
Das ist ein völlig anderer Stil. Auch inhaltlich war es anders gewesen. Sie erwähnte, dass sie sich kümmern würde auch um Klima, Fragen des Klimawandels, um Fragen der Einkommensungleichheit. Also alles Dinge, die normalerweise weit außerhalb dessen liegen, was Geldpolitik normalerweise macht. Neue EZB-Präsidentin, neuer Stil. Bei der Geldpolitik aber bleibt erstmal alles beim Alten. Auf das Pluszeichen vor dem Zins werden wir noch lange warten müssen. Und dann wünscht sie Happy Holidays. So, jetzt in eigener Sache erstmal der Sport mit guten Nachrichten für Sie, die ZDF-Zuschauer. Ja, eigentlich für alle Fußballfans. Die Endspiele der Champions League sind von 2022 an bis 2024 live im ZDF zu sehen. Außerdem laufen noch Gespräche über Zusammenfassungen der Spiele am Mittwochabend hier im Free TV. Die ZDF-Sportredaktion hatte bereits von 2012 an 6 Jahre lang live von der Königsklasse berichtet. Auch den Finalsieg der Bayern gegen Dortmund in Wembley 2013. Und im laufenden Wettbewerb ist Bayer Leverkusen raus. 0:2 gegen Juventus Turin. Nun geht es in der Europa League weiter. Somit stehen 3 deutsche Vereine im Achtelfinale nach Leipzig und dem BVB. Auch Bayern München nach einer Rekordserie von 6 Siegen in der Gruppenphase und 1 Schrecksekunde. Nur Kapselanriss und Stauchung im Knie. Ein bisschen Glück im Unglück für Kingsley Coman. Die schlimmen Befürchtungen eines Kreuzbandrisses bestätigten sich nicht. Der Franzose hatte Bayern in Führung geschossen. Leichtes Spiel gegen oft harmlose Londoner, die allerdings nach 20 Minuten ausglichen. Sessignon nach einem Patzer in Bayerns Innenverteidigung. Tottenhams Trainer Mourinho ohne Kane und Co., weil das Weiterkommen schon feststand. Der für Coman eingewechselte Müller zum 2:1. Danach das Tor des Tages durch den zuletzt kritisierten Brasilianer Coutinho. 6 Spiele, 6 Siege. Ob es im Achtelfinale mit Trainer Flick weitergeht, wollen die Bayern vor Weihnachten entscheiden. Überraschung bei den deutschen Volleyballerinnen. Die Titelverteidigerinnen aus Schwerin sind im Halbfinale des Pokals gegen die Meisterinnen aus Stuttgart ausgeschieden. 2-mal kann Schwerin in Gelb einen Satz Rückstand ausgleichen. Dann sehen die 2000 Zuschauer ihr Stuttgarter Heimteam im Tiebreak im Vorteil. Angreiferin Crystal Rivers nimmt mehrere Anläufe beim umkämpften Matchball im 5. Satz und vollendet schließlich zum Sieg. Die deutschen Meisterinnen aus Stuttgart gewinnen das Pokal-Halbfinale mit 3:2 Sätzen und stehen im Endspiel Mitte Februar in Mannheim gegen den Dresdner SC. 16. Februar. Jetzt du. Christine, vielen Dank. Jede Menge rosarote Papageien hatten wir schon in der Sendung. Jetzt großes Glück in einem der kleinsten Tierparks in Deutschland. Im Zoo am Meer in Bremerhaven sind Eisbärzwillinge zur Welt gekommen. Sehr selten sowas. Weltweit gibt es nur wenige junge Eisbären in Zoos. Noch kuscheln sich die beiden eng an Eisbärmama Valeska in der sogenannten Wurfhöhle. Bis zum Frühjahr bleiben sie da und danach können Besucher die Tiere in der Außenanlage an der Wesermündung bestaunen, wo sie dann frische Seeluft schnuppern können. Heute Nacht gibt es winterliche Straßenverhältnisse, also Vorsicht bitte. Wie viel es schneit und wie lange der Schnee liegen bleibt, gleich Katja Hornefer. 21.45 Uhr freut sich Marietta Slomka auf Sie. Wahlberichte aus Großbritannien den ganzen Abend über im ZDF-Programm auf heute.de und in der Heute-App. Danke für heute. Gerne bis morgen. Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Von Westen wird es gefährlich. Da kommt nämlich nicht nur Regen, sondern vor allen Dingen auch Schnee. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird es also glatt auf den Straßen. Das geht schon in der ersten Nachthälfte los. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Und bis zum frühen Morgen erreichen die Schneefälle Hessen, das südliche Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Morgen früh geht der Schnee hier im äußersten Westen bei 3 bis 7 Grad schon wieder in Regen über. Und am Vormittag ziehen die Schneefälle weiter nach Osten, erreichen auch den Thüringer Wald, auch den Oberpfälzer und Bayerischen Wald und den Alpenrand. Dazu nimmt der Windböig zu. Es gibt also Schneeverwehungen, besonders auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Im Laufe des Nachmittags verlassen uns die Schneefälle allmählich und die Schneefallgrenze steigt. Dann schneit es nur noch in den Mittelgebirgen. Insgesamt können in den Gipfellagen der Mittelgebirge durchaus 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Temperaturen morgen Abend liegen so bei 0 bis 6 Grad. Am Samstag bleibt es sehr stürmisch bei uns. Es ist häufig trüb, es fällt Regen, in den Mittelgebirgen auch Schnee. Und auch am 3. Advent bleibt es noch sehr windig und wird mild mit bis zu 14 Grad. Schönen Abend noch.